Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Ja, dann fang halt an. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist so stark, genau wie John Boro und Henny Hahn. Zu einer kleinen Runde Let's Play Together The Forest. Weil es ist echt dunkel hier. Ja, wir machen jetzt ein schönes großes Feuerchen vor unserer Hütte. Da geht man ins Baumenü für. Auf Feuer. Alter, also, jetzt mal ernst. Und dann Feuer, ich kann mal ins Auge pissen und brennen auf! Wer hat das denn so beschissen hier hingebaut? Ja, es ging nicht anders, halt die Fresse. Das sieht verboten aus, das geht gar nicht. Ich möchte woanders hin, ich möchte wo neu bauen. Du willst wo neu bauen? Ja, jetzt haben wir die allererste Folge damit verbracht. Ach, fällt ein Bau. Lizzie hat jetzt auch einen neuen Freund. Total. Das wollte ich mal sagen, hier ist auch Lizzie. Das Problem ist, man ist die Bäume nicht. Was ist eigentlich mit George? Wo ist George geblieben? Ja, George hat dich doch liegen lassen. Warum hast du den liegen lassen? Ihr habt gesagt, lass ihn liegen. George, das war glaube ich die Antwort. Ich hack hier mal so ein bisschen Bäume rum. Ja, bau mal das kleine Feuerchen mit, bitte. Alter, wird das ein Feuer? Ernsthaft? Das wird ein kleines Feuer, damit es hier nicht so dunkel ist, wenn wir auf. Sag mal, war es eigentlich clever, das Feuer direkt neben Holzstämmen hinzustellen? Das ist dieses Spiels, ja. Wo fällt der Baum denn eigentlich hin? Oh Gott, wo bist du? Hasi! Hasi! Das gute alte Baumfeldspiel. Genau. Optimal. Ich glaube, der ist auch genau in unsere Behausung reingefallen. Das funktioniert nicht. So, habe ich gern getan, gar kein Problem. Ich habe gern geholfen. Das ist ein schönes Osterfeuer. Ein Osterfeuer hast du gemacht. Da guckt er erstmal in sein Buch. Steck das scheiß Feuerzeug weg! Wir haben hier kein Gas! Das einzige Gas können wir produzieren! Ich weiß nicht, ob wir oder draußen? Wir können also drei jeder. Drin! Also für jeden einzeln. Ich habe jetzt mal ernsthaft eine Frage, ne? Wenn wir draußen ein Haus bauen, was für einen Sinn hat denn dann dieser Zaun? Naja, ich wäre dann draußen alleine. Allein. Dingsbums? Ist das jetzt ein Haus für uns alle oder was? Verkleidung vor meinem Haus. Also. Was für eine Verkleidung? Na, der Palisadenwagen. Aber dein Haus ist Clown verkleidet, oder? Ja. Ey, das ist mein Haus, baut das jetzt eins hier, Honk. Ach, ernsthaft? Ja, klar. Geh da weg, du Affe! Häuser, oder? Guck dir mal an, wie mein Baum hier noch steht. Guck dir das mal an, der steht auf nix mehr. Klaust du mir meine Baumklemme? Was? Du baust aus meinen Baumstellen dein Haus? Alter, ich zieh mal an, wenn es fertig ist. Macht man das so bei euch? Sag mal, seht ihr das auch mit diesem Scheißbaum? Nee. Geh kaputt jetzt. Der steht auf nix. Der schwebt in der Luft bei mir. Der Scheißplan. Damit ihr mal euren Leuten zeigt, wie man Sachen baut. Ja, wie baue ich denn Sachen? Mit dem Baumenü. Ich hab B gedrückt. Ja, ich hab Baumenü, ne? Was mache ich denn? Ich mach mir ein Haus. Ein Kackhaus. Oh, ich mach mir ein Scheißhaus. Ich brauche eine Small Cabin machen. Ja, die haben mich auch gemacht, das reicht doch erstmal. Das reicht mir zum Boden. Ja, ich bin da auch sehr bescheiden. Ich meine, ich komme aus dem Osten, wir haben da nicht viel. Ihr hattet gar nichts. Ich baue mir so ein Scheißhaus. Eine Mauer. Das ist cool, das mache ich mir. Oh Mann. Wie kann ich das denn drehen mit R, ne? Wo geht das? Naja, hier so, ne? Nein. Ich möchte mir etwas anderes bauen. Ich will das. Kennst du den Film Die Wookiees? Nee, heißen die nicht Wookies, die heißen die Ewoks. Die Ewoks? Die Wookies. Von denen da gibt es ja die sensationelle Ewok-Grenze, ne? Die das Alter bestimmt, ob man die Ewoks cool findet. Frage, warum habe ich jetzt einen Hasen in der Hand und wo ist mein gebautes Zeug? Warum habe ich jetzt einen Hasen in der Hand? Den hast du schon in der ersten Folge gebracht. Warum liegt der Stroh auf dem Boden? Ja, warum? Das stimmt. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt da... Was ist das? Ich sterbe wegen Durst! Ich sterbe wegen Durst! Dann trink halt was! Ah! Ich hab nichts zu saufen! Ja, dann müssen wir jetzt mal Schildkröten suchen langsam. Ja, lass uns mal Schildkröten. Mann, ich würde das gerne. Doch, ich hab genug zu trinken! Hier, euch Idiot! Meine Frage: Wer von euch hat hier so sinnvoll ein Tier geschlachtet in der einen Falle und die dann nicht wieder hochgeklappt?
Keine Ahnung. Wieso kriegt das scheiß Ding da nicht hingebaut? Ich will es genau dahin bauen. Ich glaube, das Ding ist im Weg, ne? Genau. Welches Ding? Meins das oder Ding? Ja, meins ist es bestimmt nicht. Nein, hier, der Baum ist im ja, Weg. Meins könnte es sein, das haben wir ja gerade schon festgestellt. Wenn es grün ist und stinkt, ist es meins. Von Osnabrück bis nach Hilfe! Österreich. Vorsicht, Baum fällt! Dreht das Feuer drauf! Du darfst den Baum raten, müsst ihr bitte stehen lassen. Meins. Ich geh mal. Ah, nee, was machen wir denn? Jetzt suchen wir mal eine Schildkröte. Alter! Ich glaube, ich hab unser Fort kaputt gemacht. Ich hab unser Fort kaputt gemacht. Ja, was das? Ich hab's doch gewusst. Wieso ist dir auch ein Baum drauf gefallen? So, wir sollten vielleicht ein Gefängnis bauen. Und dann gibt's aber Timeout-Strafe. So. Ja, nee, was macht denn das Haus hier? Oh mein Gott. Mein Haus spinnt gerade rum. Ah, jetzt. Wir können das ja auch so machen, dass wir geht die doch Palisadenwall nachher einfach ein bisschen weiter rüberziehen. Also ja, wir müssen sowieso erstmal gucken, dass wir alles wegholzen. Also ja, außer mein Haus natürlich. Nicht ein bisschen. Und warte mal, diesen Baum muss ich mal ein bisschen cleverer fällen. Am nächsten Tag wieder gehen wir erstmal so ein bisschen auf Jagd, um uns Tiere und sowas ranzuschaffen. Ja, würde ich auch sagen. Und vor allem Schildkröten, damit wir genug Frischwasser haben. Mit denen kann man dann Regenwasser sammeln? Oder genau, was? Ja. Okay. Schön, hier liegen überall Baumstämme rum. Warum machst du uns alles kaputt? Warum nimmst du meine Baumstämme weg, du Sack? Das ist mein Baum hier! Wir haben hier so einen Besucher, der brennt. Du machst das. Nein! Frau! Frau! Hilfe! Er ist nicht da! Nein, ich hab Bobo geschlagen! Ist ja nackt. Alter, geil, ich hab Ständer. Ich hab Ständer. Georgina! Meine! Das ist meine! Meine! Ich bin kurz verschwunden. Ich bin kurz im Wald verschwunden. Ja, viel Spaß. Oh, Georgina! Oh. Ich hätte noch einen Jungen für dich. Warum hab ich eigentlich die Scheißachsen nach? Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Von Leidenschaft. Aber wart mal noch ein paar Stunden, dann brennt's woanders. Oh Mann. Baum fällt again! Ich weiß nicht, brennt oder nicht? Keine Ahnung. Du brennt's nicht. Irgendwie hat er immer so Zuckung gerade gehabt. Kann Alter, ich den Baum nicht finden, was ist denn das? Achso, ich kann ja. Boah, ich muss. Ich Idiot, das hab ich an deinem Haus rumgebaut! Ich bedanke mich herzlich. Was trinken? Kann es sein, dass ich das Haus falsch aufgebaut habe? Ja, nein, ich hab mein Kackhaus. Nee, aber man kann tauchen. Country Road. Ja. Was ist das denn? Es gibt auch irgendwo noch ein Nachtsichtgerät. Ernsthaft? Ja. Okay. Und noch eine noch bessere Axt. Aber ich bin jetzt gerade mal unterwegs und suche eine Schildkröte, weil ich hab nichts zu trinken und das geht mir ziemlich auf die Klötze. Ich hab, kann ich dir was geben? Was haben wir denn da? Ich hab noch ein bisschen Cola. Ich sehe auch gerade, ich hab noch ungefähr 30 Cola-Dosen. Aber ich hab nichts zu trinken! Das ist, der will uns verarschen, der Junge! Der will uns verarschen, dass wir ihm alles geben! Und wir können dann gucken, wo wir bleiben, weißt du? Der macht uns. Macht er sich zum. Bürgermeister macht er sich. Verpiss, das ist mein Baumstamm! Ah, und mir wird kalt, sehe ich grad. Das ist nichts gut. Oh, da oben sind Leute. Scheiße, ich muss hier ganz schnell wieder weg. Ja, wieso haben wir denn eigentlich so viel Besuch hier? Das geht ja gar nicht eigentlich. Weil oben direkt ein Dorf ist. Ja, dann haben wir hier doch total beschissen gebaut. Heißt ja noch lange nicht, dass sie herkommen dürfen, hallo? Ja, nee, also wir können nachher so eine Sache bauen, dass sie nicht mehr herkommen. Also so Abschreckungsmaterial quasi. Hä? Was? Ja. Abschreckungsmaterial können wir bauen? Genau. Wieso liegt hier eine Leiche? Warum liegt der Stroh auf dem Boden? Ja, ist vorne einer verbrannt, das hast du mitbekommen, ne? Nee, die ist bei uns im Lager. Der hab ich denn geschrieben, das ist Georgina. Der hatte ich gerade ein bisschen Spaß. Oh. Was ist. Wo? Ich hätte fast solche Typen mit. Oh, ich werd beobachtet. Ich hätte fast einen Typen mit einem Baum erschlagen. Alter, der hat Hände auf dem Rücken. Nein! Geh weg! Nein! Ich hab Baumstamm! Ich brenne! Oh, die Leidenschaft! Hilfe! Ja. Ich weiß! Ich brenne! Aber das ist geh weg!
Alter! Geh weg! Eine ist da auch. Chico, du hast Nachschub. So. Hör auf mein Haus drauf zu hauen. Ja, danke. Alter, ich wollte gerade sagen. Ja, könnt ihr mir vielleicht mal helfen? Was? Nein, ich muss mein Haus begutachten. Hilfe? Bam, bitte, 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 bitte. Nee. Er passiert nichts. Er steht hier rum und atmet. Hutja, hutja, kein Problem. Ich habe alles unter Kontrolle. Hua. Sound muted. Sound resumed. Dein. Von dir wollte ich keins. Was ist das denn? Eine Laserlampe? Was macht ihr denn da? Wieso haut ihr mich? An sein Buch. Den hat mich halt gehauen. Nein. Ich hab den Typen ja. Ich hab eine Laserlampe an meinem Buch. Das ist ja geil. Ich baue mein Haus weiter und klaue. Sag mal, soll. Ah, hier, guck mal hier. Hier ist ein wunderschöner Baum. Komm, diesen Baum fäll ich jetzt mal. Push hier ab! Komm! Alter, fällst du den Baum, fäll ich dich. Push ab! Da ist einer! Hinter dir! Ich komme! Georgina! Bleib ruhig! Ihr könnt über alles reden, Georgina! Hier wird nicht geredet! Hier wird geschnitzelt! Hier wird gerammelt! geschnitzelt, genau! Ja, hallo! Ah! Oh, dieser scheiß Typ, der steht! Und dann macht ihr das bitte daran! Das hier ist so ein Abwisch quasi, dass sie nicht rankommen. Oder mehr herkommen. So ein geht weg, ihr Arschlöcher. Glaube ich jedenfalls. Jetzt habe ich mein. Was war das? Erstmal ein bisschen vom Hals halten. Chico, hier ist noch. Oh, guck mal, Baumstamm. Du magst das. Erstmal muss ich. What the fuck, warum liegen hier so viele Baumstämme rum? Kann man die auch ins Feuer werfen und dann gehen sie weg, oder? Ja, Ahnung, vielleicht kannst du die vielleicht. Das ist ganz Regenstab, was wir eigentlich machen. Wisst ihr das, Leute? Ohne mit der Wimpern zu zucken. Zerhackstückeln wir hier Menschen. Ja, die wollen auch uns zerhackstückeln. Genau. Vielleicht der Hackstück hassen die Zerhacker. Wir zerhackstückeln nur zurück. Und mal den Nachbarn einen guten Tag. Wir sind die Hackfleisch hassenden Zerhacker. Ja, vor allem guten Tag in der Nacht. Ja, kann ja ist sein. Klar. So, wo ist denn so das komische Teil wir hier? Wir brauchen noch 6 Köpfe, braucht oder? Also, ich habe hier noch Arme und ja, Beine und. Was ist denn eigentlich mit dem Freak, der hier rumsteht? Den. Der bleibt gestehen, das ist unser Gartenzwerg. Das ist ein Bug. Gut, Gartenzwerge mag. Ich hab Georgina wieder in der Hand. Kopf. Torso! Keine Arme, keine Kekse! So sieht's aus. Das sieht ziemlich abgefahren aus, das Teil. Alter, seid ihr alle behindert. Und das hält dann die Eingeborenen ab, oder was? Die Ureingeborenen? Ich hoffe, dass das die Ureingeborenen weghält, ja. Du sollst den Baumstamm nicht anpieksen, du sollst ihn fällen! Danke! Oh, ich werd hell! Genau. Ja. Ach so, Leute! Jetzt mal an die Zuschauer jetzt so gerichtet ein bisschen. Du hast keine Zuschauer. Stimmt, da war ja was. Aber eure! Ha! Die hören dir nicht zu. Nee. Die haben nicht so gut. Fickt euch! Ich drück einmal drauf und es ist noch zwei. Erzähl mal, was du erzählen wolltest. Ich wollte was erzählen. Und zwar habe ich ja vor kurzem ein Gewinnspiel aufgehört, weiter zu filmen, weil kein Bock gemacht hat. Den wollte ich eigentlich wieder neu starten. Jetzt wollte ich den eigentlich am Konnichi-Video neu starten. Baumfeld! Voller Boron! Hey, was ist das denn? Und das Gewinnspiel werde ich wahrscheinlich demnächst neu aufleben. Und zwar, wenn ich jetzt meine 3 Jahre rum habe, dann werde ich das Gewinnspiel nochmal neu starten. Nur zu kurz fassen, damit ihr Bescheid wisst. Es gibt einmal, was war das denn? Diablo 3 über Special Mega Edition. Warhammer, nee, nicht Warhammer, World of Warcraft. Mittlere Special Edition als zweiten Platz. Und StarCraft als normale, kleine, süße Edition als dritten Platz. Das letzte Mal, was wir wahrscheinlich wieder so handhaben, im Endeffekt wird ein Video dann hochgeladen. Dort werden Pokémon aufgezeichnet. Diese Pokémon-Anfangsbuchstaben ergeben zusammen ein Lösungswort. Das ist einfach in die Comments oder so schroten, besser gesagt mir als persönliche Nachricht schroten. Und ich hab ein Haus! Ich hab ein Kackhaus gebaut. Und dann könnt ihr da mitmachen. John, ich hab dir mal meinen letzten Baumstamm gegeben. Danke. Damit du den hast. Könnt ihr gerne mitmachen. Ja. Alle sind.
Es ist schön, dass unser ganzer Palisadenwald weg ist. Also, schön, dass wir die letzte Folge zum Bio voll aufgebaut haben. Es fehlt alles! Es war alles hier! So, Chico, du bist ein Zugang. Was hast du gerade erzählt? Und dabei habe ich dir noch einen weiteren Baumstamm dahingestellt. Fick dich. Nee, cooles Ding. Eni, hast du auch noch ein Gewinnspiel am Start? Ja, nee, also ein richtiges Gewinnspiel habe ich eigentlich nicht am Start, aber ich mache ja nebenbei noch Subnautica oder Subnautica oder wie auch immer man das ausspricht. Ja. Das ist mir eigentlich völlig egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Möglichkeit, in dem Spiel die Seemotte umzubenennen. Also das habe ich ja, konnte ich ja mit dem Zeitpunkt zu den großen U-Boot konnte ich das ja auch. Ja. Und da habe ich ja eine Umfrage gemacht und deswegen heißt er jetzt so, wie die Zuschauer das gerne wollten. Ey, das ist aber eine geile Aktion. Das ist mega sweet. Seemotte auch. Und da sollen halt die Leute in die Kommentare schreiben, also halt einen Namensvorschlag machen und der Name mit den meisten Daumen, der wird dann halt gewählt für die Seemotte und ich habe mir überlegt, dass der Name mit den meisten Daumen, also dass der YouTuber oder der Zuschauer da noch eine Kleinigkeit bekommt, aber ich weiß noch nicht genau was. Das heißt, wenn ich jetzt unter dem Video einfach ganz viele Daumen schreibe, habe ich gewonnen, oder? Du kannst dich mal am Arsch lecken. Ach du Scheiße, ist der dumm. Natürlich sind Verwandte und Freunde ausgeschlossen aus jedem Gewinnspiel, hey, die dürfen mich nicht mitmachen. Ich wollte nur mal sagen, John Borrow, den braucht ihr nicht gucken, deabonnieren, ja, ganz voll. Schlechte Videos. Ja, nur Daumen runter, bitte. Ja, genau. Ich hatte mal einen Kanal, das hat drauf aufgebaut, dass ich Daumen runter kriegen sollte. Also die Leute sollten mir eigentlich eher Daumen runter kriegen. Im Grunde ist das eh sowas von Daumen egal. Hoch. Ja, ich meine, Bewertungen sind Bewertungen. Ey, ich hatte haufenweise Daumen runter gehabt. Alter, einige haben wahrscheinlich nur Daumen runter gegeben. Also bei mir. Hier, ich helfe dir jetzt mal gerade hier ein bisschen bei deinem Haus. Du wirst echt gefährlich damit. Vor allem, guck dir das mal an. Ich erstmal so klein und gemütlich hier erstmal so ein bisschen, ne? So ja, nebenbei guck dir mal deinen, halt, ne? Palast und an, Alter. Das da und das da oben Scheiße, und so. Baum oh, Baumfeld. Übrigens habe ich hier gerade einen Baum gehackt. Der müsste eigentlich umfallen, aber das tut er nicht. Der schwebt hier in der Luft. Der hier im Lager? Nee, ne? Nee, hier draußen. Alter, wie schlecht ist denn das Haus gebaut? Guck dir das mal an. Das ist richtig schlecht gebaut. Die gucken. Guck dir das mal an. Siehst du auch diesen Baumstamm hier rausgucken? Das ist total lieb. Das ist nämlich mein Locus. Alter, ja, wir haben einen im Lager. Auch. Wir haben einen im Lager. Hilfe. Oh, wir haben zwei im Lager. Das ist meine Georgina. Sie gehört mir. Erstes Daumen. Mir. Komm her! Du brauchst mächtig. Sonst. Ich treffe nicht! Ich alles schön abhacken. Was heißt, ich treffe nicht? Nein! Er hat einen Zahn verloren! Nicht mich schlagen, du Sack! Aber warum? Weil ich kein Leben mehr habe. Weil du nicht aufgepasst hast. Hör auf mich zu schlagen! Wer schlägt mich denn? Ich bin down. Nee, die rette uns! Ich mach es nicht! Du sollst uns retten! Na gut. Na gut. Auch wenn das gerade echt ein bisschen komisch aussieht, wie ihr da rockt. Ja, ich kann es mir vorstellen. Warum liegt da Stroh auf dem Boden? Ja, das sind Gegner. Ja, mich doch auch! Alle drei down. Okay, ich rette John! Ich rette John! Johnny Walker! Du bist mein bester Freund! Er hat gesagt, ich bin mein bester Freund! Alter, kann ich mich irgendwie heilen? Juhu, ja, George! Medikamente. Muss mal gucken, ob du mich aufgesammelt hast vorher. Nein. Dann nicht. Ach doch. Okay, George, komm mal mit. Ich zeig dir mal so, unser Haus. Ich muss schon klein hacken, damit wir den Scheiß da weiterbauen können. Hier ja. Ist mein Haus. Das ist Scheiße, ganz süß, ne? So ein bisschen klein. Ist eigentlich ja so ein Scheißhaus, aber gut. Hier ist der Johnny. Der Johnny weiß auch nicht so ganz, was er hier raus machen sollte. Wahrscheinlich wird er dort den Wohnzimmer einbauen und dort Schlafzimmer oder sowas. Das wissen wir nicht. Vielleicht noch anbauen. Und da haben wir hier von Handy das Haus. Guck mal, Georgie. Handy. Ist das nicht schön? Ja, ich weiß. Das Problem ist, er muss halt. Oh nein! Ich weiß auch nicht, warum diese Baumstämme in der Luft schweben. Georgie, er hat. Wo bist du? Wo bist du? Ach, du hockst hier im Busch. Da ist er! Oh. Du bist doch richtiger Buschmensch. Aha! Das Problem nicht. Das aha! Mit E, ne? Ja, dann muss ich mal wieder retten hier. Ah, danke. Da will man hier ohne weitere Hintergedanken einfach nur ein Bäumchen fällen. Guck dir mal, George hat dich gehört. Ganz einfache Kiste, tschö. Du bist mein bester Freund. Ich werd George jetzt bei mir ins Haus reinlegen. Kannst du in der Helligkeit mal die Zeit nutzen und Tiere sammeln? Bisschen jagen gehen, ja, das ist eine gute Idee. Ja, dann komm mal einfach mit. Ich hab nämlich
Warte, ich muss George erstmal hier ablegen. Scheiße, ich bin so doof, da war ein Hase. Schlaf gut, George. Und ich war's auch.